So Leute, da bin ich wieder. Aber diesmal wollen wir nicht zuerst weitermachen bei der dritten Welt, sondern wir wollen erstmal die ganzen Warp-Zones abklappern, die ich ja bis jetzt erfolgreich ignoriert habe. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, wo die sind, damit wir die wenigstens nicht suchen müssen. Die erste befindet sich in Welt 1.5. Und wieso sind da unten ein Xbox-Zeichen gewesen? Und zwar, das haben wir ja schon gesehen letztens mal. Die findet sich hier. Durch diese Warp-Zones schalte ich, glaube ich, auch Charaktere frei. Aber hier erstmal eine kleine Anlehnung an ein Gameboy-Spiel oder sowas. Das kenne ich schon. Ist auch die einzige Warp-Zone, die ich kenne. Und zwar habe ich hier in jedem Level nur drei Leben und muss damit immer zu Bandage Girl kommen und nicht verkacken, so wie ich das gerade getan habe. Okay, wie mache ich das hier am besten? Wahrscheinlich so. Ich bin ein Genie wie kein anderes. Okay. Wieso stehen da überall Xbox-Zeichen? Ich habe doch gar keinen Xbox-Controller angeschlossen. Wahrscheinlich würde ich es mit Xbox-Controller spielen, wenn ich einen hätte. Wow, wow, wow. Okay, das ist schwierig, das ist schwierig. Wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich natürlich die Warp-Zone nochmal machen, aber ich muss halt alle Level nochmal machen dann. Da ich darauf eher weniger Bock habe. Okay, jetzt Konzentration. Ich fasse es nicht mehr. Naja, dann halt noch einmal. Level 1.1. Es geht weiter. Beziehungsweise ich mache das gleich nochmal. Naja, hoffentlich ein bisschen besser. Das wäre zumindest lobenswert. Da oben ist auch noch eine Bandage, die ich übrigens auch brauche, um Charaktere freizuschalten. Das habe ich auch mal nachgeguckt. Ich glaube, bei 20 oder so schalte ich den ersten frei. Ich weiß allerdings nicht, wer das ist. Und ob das wirklich stimmt. Aber das stand da so. Oh, das war doch gut. Tut mir leid, Mean Boy, aber Bandage Girl ist in einer anderen Warp Zone. Okay, das hätten sie mal im Original lassen können. Denn so ist die Anspielung auf Mario ja nicht mehr gegeben eigentlich. So, das sind die nächste Warp Zone. Befindet sich in 1.12. Und zwar, ja, ziemlich offensichtlich dort. Also lassen wir Bandage Girl einfach in Ruhe. Hi Bandage Girl. Oh, Annie, kommst du mich retten? Okay, ich kann gerade nicht hochspringen. Oh, Annie, kommst du mich retten? Nö. Und das ist eine rote Warp Zone, das heißt, es handelt sich hierbei um eine Charakter Warp Zone. Hä? Wo bin ich? Und wieso bestehe ich nur aus 5 Pixeln? Hilf mir! Okay. Wer bist du denn? So, und der könnte einigen Leuten bekannt vorkommen. Wie hieß das Spiel nochmal? Steht da gleich nochmal. Das ist der Commander-Video aus BitTrip Runner. Und hier wird es noch mehrere Charaktere geben, die aus anderen Spielen entnommen sind, was ich ziemlich cool finde. Ja, das Besondere an diesem Charakter ist, dass er schweben kann, wenn ich meine Taste einfach gedrückt halte. Das wird mir auch noch in anderen Level wahrscheinlich behilflich sein. Das war schlecht. Und den kann ich dann auch in allen Leveln benutzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein. Kann ich denn nach dem Wandsprung keinen. Doch, ich kann auch schweben. Okay, habe ich gerade noch irgendwas failed. Okay, das war schon. Errungenschaft freigeschaltet. Der Commander. Gut. Das war unser erster Charakter. Der nächste Warp-Zone befindet sich in 1.19. Und jetzt können wir hier auch zwischen den einzelnen Charakteren auswählen. Hier sieht man mal, was es alles gibt. Commander-Video ist unser erster. Aber ich glaube, hier ist Meat Boy noch
die bessere Wahl. Und zwar habe ich die auch schon gesehen letztens. Also beim ersten Mal, und da war ich auch schon da drin. Bei meiner ersten Aufnahme. Ich habe zwei Aufnahmen gemacht. Die erste war leider nicht zu gebrauchen. Und ich weiß, dass man da oben durch muss und dann dort reinkommt. Wenn ich das jetzt auch noch schaffen würde, dann wäre das doppelt schön. Aber ich glaube, von hier komme ich da gar nicht drauf. Ne? Muss ich nochmal zurück. Hier drauf, und jetzt sollte das klappen. Wunderbar. Watson. Ein Gameboy-Spiel. Ich finde das so schön gemacht. Level 1-1. Drei nehmen. Wieder das gleiche Prinzip, glaube ich. Na. Aber es ist schon nicht leicht. Stell dir mal vor, es hätte dieses Spiel auf dem Gameboy gegeben. In dieser Grafik. Wäre das nicht geil gewesen, aber wahrscheinlich ist gar nicht die Physik von diesem Meat Boy ist gar nicht so leicht zu programmieren auf dem Gameboy. Oder auf dem NES. Wäre aber cool. Ah, das wird da. Das geht da weg, wie gemein. Muss man sich ja voll beeilen. So, Level 1, 3. Und ich glaube, das ist auch wieder das letzte. Ich vermute es jetzt einfach mal. Ah. Vom Gameboy hätte man das ganze Spiel nochmal von vorne anfangen müssen. Wenn man einmal gestorben wäre. Oh Gott. Ja. Ich darf gleich zumindest diese Warpzone nochmal von vorne anfangen, wenn ich nochmal sterbe. Das wäre zwar nicht ganz so ärgerlich wie auf dem Gameboy, aber. Aber es ist ja noch ärgerlich. Naja, dann halt nochmal. Timid. Los. Okay. Konzentration. Okay. Geschafft. Nächstes füllen sich die Leben wieder auf, wenn man einen Level geschafft hat. Okay, hier muss ich mich beeilen. Oh Gott. Ah. Okay, jetzt nochmal das Level hier. Komm schon, das war schaffbar. Oh Gott. Okay. Alter. Und jetzt? Oh Gott, ey. Das Spiel ist nichts für mich. Warte mal dahin. Hier bin ich sicher, ne? Genau. So, beim nächsten bin ich wieder sicher. Oh Gott. Jetzt bin ich zwei nicht sicher. Geschafft. Thanks, me bye. Oh no. Jetzt habe ich das übersprungen, aber ich glaube, da kam nichts mehr. So, jetzt zweite Welt, Escape, glaube ich, ne? Nee, irgendwie nicht. Was ist jetzt los? Das Spiel jetzt abgestürzt? Wieso öffnet sich hier Open Office? Alles live. Hallo? Ihr solltet das hier gerade mal sehen. Open Office hat sich auf einmal geöffnet. Einfach mal so zum Spaß. Hallo. Meat Boy. Ich wollte noch nur Escape drücken. Das war eigenartig. Ich nehme jetzt erst wieder auf. Ich hoffe, ich finde die richtige Stelle. Dann in der Aufnahme, weil ich nehme den Sound ja mit Audacity auf. Ich weiß wohl jetzt nicht, was das war. Aber es war komisch.
So, die nächste Warp Zone befindet sich in 2.8. Und zwar ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, genau, die schwarze Welt. Und hier befindet sich die Warp Zone. Die habe ich jetzt nachgeguckt. Muss ich ja ehrlicherweise zugeben. Befindet sich die dort oben. Da kannte man nämlich durch und kam dann hier rein. Und das war wieder eine Charakter-Warp Zone. Und den hier kann ich vorher gar nicht. Muss ich sagen. Aber wir werden direkt sehen, wer das ist und woher der kommt. Anscheinend mag der Schuhe. Okay. Jill, von Mighty Jill irgendwas. Konnte ich nicht lesen. Na toll, das sieht ja wieder nach Spaß und Spannung pur aus. Was kann er denn Besonderes? Oh Gott. Kann ich das gedrückt halten? Nee. Oh Gott, ich muss ganz auf die Taste drücken. Oh, das ist doch nicht möglich auf der Tastatur, oder? Okay, ich kann mit dem anscheinend so gleiten. Okay, den einen Sprung schaffe ich auch so. Nee. Oh Gott. Ich brauche einen Controller, unbedingt. Oder ist das einfach so schwer? Warte, ich mach das jetzt mal. Ganz komisch. Mit dem Zeigefinger gehe ich auf die Leertaste. Ist vielleicht auch ein bisschen laut, aber es geht nicht anders. Das kann ein bisschen dauern und ich habe auch gerade nur 36 Frames wieder. Naja. Warum auch immer. Danke. Es wird ja noch viel schlimmer hier unten. Oh Gott. Na herrlich. Bis jetzt habe ich immer so locker mit dem. Konnte ich immer so locker mit dem Daumen schön das machen. Jetzt kommt hier sowas. Oh Gott. Alter, ich raste gleich aus. Ich möchte diesen Charakter haben. Ich glaube, da kann man nämlich noch behilflich werden. Okay, okay, okay. Nein. Das will bestimmt wieder in irgendeinem Spiel eine Anspielung, die ich jetzt wieder nicht verstehe. Wahrscheinlich sogar an das Spiel von dem Typen hier. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich alle Warp Zones habe. Weil ich habe mir nur ein Video angeguckt und geguckt, wo die alle sind. Aber ich hoffe es einfach mal. Boah, und das sind drei Levels, die so sind. Und wahrscheinlich ist das hier noch das mit Abstand einfachste davon. Ich frage mich gerade, wie sich das in der Aufnahme an. Wahrscheinlich so. Bam, 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 bam. Alter. Habe ich unendlich Versuche? Ich glaube schon. Ja, jetzt auch noch Frame Rate. Bitte geh. Ja, der rutscht auch noch so 5 Meter weit an der Wand lang. Ich glaub's auch. So dass es da hinten nochmal besonders asozial ist. Ja! Ich muss da sofort drücken. Ansonsten habe ich keine Chance. Okay, ich kann jetzt aber einfach in die Wand hochrutschen. Nein. Ich will Safe State machen. Geht aber nicht. Okay, okay, okay. Diesmal wird's was. Diesmal wird's was. Ja! Okay. Ich hasse euch, Entwickler. Ich hasse euch einfach nur. Ich habe gerade wieder nur 40 Bilder pro Sekunde.
Deswegen läuft es jetzt vielleicht nicht ganz so butterweich, wie es laufen könnte, aber ich weiß auch nicht, wann das liegt. Irgendwie haben auch viele Probleme mit Super Meat Boy aufnehmen. An einigen Stellen. Von daher lasse ich mich jetzt einfach nicht davon stören. Ich glaube, das, wie ich das gerade versuche, so hat das irgendwie keinen Sinn, oder? Was meint ihr dazu? Ich glaube, was viel mehr Sinn hätte, wäre, wenn ich da lang springe. Oh, Mama! Nein! Das ist so eine komplett andere... Der fühlt sich komplett anders an als Meat Boy. Ich habe mich so an Meat Boy gewöhnt schon. Dann schaffe ich nicht mal das hier. Los, 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 los. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein, was mache ich denn? Gefühlt reagiert er viel träger als Meat Boy, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Gut. Das hätten wir auch geschafft. Ich hasse euch, ne? Ich kann auch da nicht an der Seite lang rutschen oder so und mir es besonders einfach machen. Nein, natürlich nicht. Oh. Okay. Ja. Geschafft. Tut mir leid, Meat Boy, aber Banished Girl ist in einer anderen Warp Zone. Und haben wieder eine Errungenschaft freigespielt. Jill von Mighty Jill off. Okay, unsere nächste Warp Zone befindet sich in 212. Ich habe gerade irgendwie Angst, dass es gleich wieder abstürzt, sobald ich. Oh nee, jetzt ist das so langsam. Ach ja, genau, das war das Schöne hier. Ihr wisst, das wollte ich euch eigentlich schon zeigen. Bin ich gut oder bin ich ein Gott? Ich weiß es selbst nicht, aber. Timid. Super Meat Boy. Und ich glaube, das ist wieder Castlevania oder sowas. Kann auch sein, dass ich mich irre. Also, ich habe die eine Castlevania-Anspielung ja nicht verstanden. Erst als ich mir das dann angeguckt habe, das ist doch irgendwie Castlevania. Und dann? Da ist eine Bandage. Achso, das ist wieder sowas, wo ich nur gerade nehmen habe. Und wie ich es verkacke auch. Am einfachsten Level schon am besten. Aber dafür bin ich ja berüchtigt. Wie soll ich das denn schaffen? Kann ich da nicht einen anderen Charakter nehmen oder so? Das wäre nämlich, glaube ich, hier ganz sinnvoll, aber ich glaube, das geht nicht. Ja, ist okay, kann ich das überspringen? Ja. Die Zwischensequenzen laufen irgendwie nicht ganz so flüssig, wenn ich keine 60 Frames habe. Ich hoffe, das stört euch jetzt einfach nicht, weil ich glaube, das hier ist immer noch flüssig. Gefühlt so. Ja. Oh Gott, wie ich verkacke, ey. Okay, doch, geschafft. Was? Ja. Oh, ist okay. Oh Gott. Ich hasse die irgendwie gerne. Errungenschaft. Living in the past. Gut. Damit werde ich auch abgehakt. Unser nächster befindet sich in 215. Ach ja, genau. Ich weiß auch schon, welche das ist. Und zwar hier. Hier habe ich auch schon gesagt. An der einen Stelle. Moment, da muss ich erstmal hinkommen natürlich.
Und zwar habe ich hier gesagt, ich weiß nicht, ob ich da oben lang gehen kann. Und habe dann so wunderbar die Warpzone übersehen, die da ist. Aber natürlich kann ich hier oben lang gehen. Ist da oben noch mehr? Naja, auf jeden Fall kann ich hier. Wo ist die Warpzone hin? Muss ich die in einer bestimmten Geschwindigkeit in einer bestimmten Zeit erreichen oder? Anscheinend. Hatte ich damit bis jetzt noch keine Probleme, aber. Irgendwann ist ja immer das erste Mal. Nein! Okay, diesmal habe ich es geschafft. Warpzone! So, jetzt kommen wir hier schon in die 16-Bit-Ära oder was auch immer. Zumindest in Farbe. Nein, 16-Bit hat ja nichts mit der Farbe zu tun, aber. Auf jeden Fall das erste Mal, dass es hier farblich untermalt ist. Eine. Ach nee, das erste war ja auch farblich. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß, da links ist eine Bandage. Ich habe gar keine Lust, die zu holen. Vor allem, da ich gar nicht weiß, ob welche Charakter ich dadurch freischalte. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. So, du gehst da bitte weg, genau. Ich sag hier gar nichts mehr, weil ich konzentriert bin. Okay. Gut, und Level 1-3. Ja, anonym ist. War es eigentlich immer. Framelink! Bitte? 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 Was war das denn? Egal. Was? Zum Teufel. Kann ich mich hier irgendwie noch retten? Wahrscheinlich, wenn man da extrem gut ist, aber das bin ich ja nicht. Was ist denn das hier? Und vor allem bin ich da gerade das eine Mal durchgekommen. Egal. So, letzter Versuch. Jetzt habe ich wieder 60 Bilder pro Sekunde. Man merkt den Unterschied schon, aber kann nichts dagegen machen. Nein! Und nochmal der ganze Klararadatsch. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ah, herrlich. Ich mache das hier mal ein bisschen schneller, auch wenn ich auch auf die Gefahr hin, dass ich verkacke. Also diese Gefahr habe ich immer. Okay. Eins, zwei. Irgendwie gerade demotiviert. Aber ich glaube, das wird bei dem Spiel noch oft vorkommen. Ah, das war doch cool. 1, 2. Das schaffen wir diesmal. Diesmal haben wir auch einen Versuch mehr und backen uns nicht durch die Wand da. Das könnte diesmal also knappen. Oh Gott, stell ich da drauf. Danke.
Nein! Oh. Nein! Gott, und dann verkacke ich durch sowas. Nein, nicht schon wieder so einen komischen Frame. Okay, diesmal will ich es schaffen, komm. So schwer ist das hier wirklich nicht. Schon in der zweiten Welt verkacke, in den Warp Zones. Soll das denn erst in den nächsten Welten aussehen? Komm schon. Ich hatte es doch eigentlich schon. Wie soll ich die Bandage in der King einen anderen Charakter wahrscheinlich? Oder irgendwie mit einem komischen Wandsprung, wo ich mich dann nochmal zurück fallen lasse und dann ganz knapp noch dran komme und keine Ahnung. Zick. Lass mich in Ruhe. Die hässlichen Viecher. Ich möchte das jetzt schaffen. Ich habe noch keine Lust nochmal auf die anderen beiden Levels. Wenn ich es schaffe, dann mache ich erstmal was anderes. Komm doch nochmal ein Ende. Komm. Danke. Tut mir leid, Mario, aber meine Spiele ist in einer anderen Warp Zone. So, ich habe Angst. Ich drücke jetzt auf Escape. Danke, diesmal geht's. Das war gerade auch sehr eigenartig. Ja, ja, bla bla, The Factory. So, ich weiß nicht, wie viele Warp Zones wir hier schon freispielen können. Ich habe mir einfach mal alle aufgeschrieben. Bei 3.5 gibt es auf jeden Fall eine. Nehmen wir erstmal Meat Boy. Okay, wie soll ich da hinkommen? Ach, hier ist irgendwo ein Schlüssel. Wie es mir scheint. Das ist natürlich nur die Frage. Wo? Wahrscheinlich noch weiter oben. Nee. Hä? Kann denn sein? Also ich weiß, dass hier die Warp-Zone ist. Die habe ich ja schon gesehen. Ich weiß, dass sie jetzt weg ist, aber macht ja an sich nichts. Ah! Da an der Seite. Ja, das ist ja natürlich auch nett. Oh. Ich hasse euch, ne? Entwickler, meine ich jetzt. Warp Zone. Keine Charakter Warp Zone, sondern wieder eine SMB. Super Meat Boy. Was ist das? Wird immer asozialer. Okay, okay, okay. Was? Kann ich an den hinteren Teilen keinen Wandsprung machen oder was? Oh nein. Oder habe ich es gerade einfach nur verkackt? Wieso habe ich so wenig Bilder pro Sekunde? Also, das muss ich jetzt leider nochmal testen. Doch, kann ich doch. So ging das eben nicht. Habe ich irgendwie gefailt, wie es aussieht.
aufs Telefon hier. Ich glaube, das hört er aber nicht. Na, herrlich, herrlich, herrlich. Ist das hier schaffbar so? Oh nein. Ich muss echt im letzten Moment drücken. Danke. Letztes Level. Bitte. Oh Gott. Okay. Gut. Nächste Warp Zone befindet sich in 3-7, da können wir auch noch hin. Mal sehen, ob wir die so hinkriegen oder ob wir dafür einen anderen Charakter nehmen. Okay, dafür nehmen wir einen anderen Charakter. Bitte hier rausgehen. Zurück zur Karte. Ja. Ja, jetzt habe ich jetzt hier 23 Bilder pro Sekunde. Was wollt ihr tun? Dafür nehmen wir am besten mal dich. Ich glaube, du bist da nämlich ganz gut für geeignet. Genau, super. Genau. Sehr schön. Jetzt habe ich 30 Bilder pro Sekunde. Ich verstehe Fraps nicht. Naja, ich ziehe das hier noch durch. Ach, und schon wieder sowas, ne? Herrlich. Ach so. Ich dachte gerade, hä? Mein Gehirn dachte gerade, hä? Ah, hier kann ich ja ganz leicht durch. Okay, das ging besser ohne Sprint-Taste. Die Level bauen aufeinander auf, würde ich mal so sagen, ne? Was zum... Egal, ich hab's geschafft. Thanks, Meatbow. Boy. Meatbow. So, und... Ja, das nächste Level wäre bei 3.16 und da sind wir ja noch nicht. Von daher war's das hier jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.